Ich bin Enrico von Outdoor BW. Ich bin hier gerade am Ende des Bodensees und werde auf dem Rhein eine kleine Packraft-Tour unternehmen. Wenn du dabei sein willst, bleib dran! Dann will ich mal nach rechts. Links von mir ist dann der Bodensee, beziehungsweise gleich hinter mir. Und geradeaus geht es dann in den Rhein. Hinter mir erkennt man jetzt wunderbar den Bodensee und wie gesagt, ich werde jetzt den Rhein entlang paddeln bis nach Schaffhausen und dort will ich den Rheinfall filmen. Ich hatte das ja letztes oder ich weiß gar nicht mehr, vorletztes Jahr schon mal gemacht, aber ich habe in der Pause meine Kamera ins Wasser geschmissen und danach sind die Aufnahmen einfach nicht mehr so, wie ich sie gern gehabt hätte. Und deswegen das Ganze jetzt nochmal. Vor mir erkennt man jetzt auch schon, wie sich das Ganze verengt und ab dort beginnt dann so langsam der Rhein, beziehungsweise da ist die Stelle, wo es vom Bodensee in den Rhein übergeht. Vor mir kann ich jetzt schon die ersten zwei Wiffen erkennen. Das sind diese Holzpfähle mit dem grün-weißen Schild drauf. Die zeigen nämlich an, wo motorisierte Boote entlangfahren dürfen. Und das heißt, alles was einen Motor hat, muss sich auf der grünen Seite des Schildes orientieren. Und da ich keine Lust habe, eine Bekanntschaft mit einer Schiffsschraube zu machen oder ja, irgendwie zu kentern, weil die Passagierschiffe zum Teil relativ große Wellen machen, werde ich mich einfach auf der weißen Seite halten und so dem Ganzen aus dem Weg gehen. Man sollte auch nicht zu nah ran, denn an diesen Wiffen ist eine ordentliche Strömung und so sind schon viele Kanuten und Paddelbootfahrer gekentert oder haben sich zum Teil schwer verletzt. Ich habe richtiges Glück mit dem Wetter, es herrscht strahlender Sonnenschein. Ich werde wahrscheinlich nachher meine Mütze noch rausholen, damit mir die Sonne nicht so auf den Kopf brennt, aber richtig schön jetzt. Im Hintergrund erkennt man jetzt noch den Bodensee, wie sich das Ganze wieder weitet. Wenn man natürlich nach hinten schaut, nach vorn wird es dementsprechend etwas schmaler. Aber der Rhein ist ja ein relativ großes Gewässer.
Da sollte man auch immer ein bisschen aufpassen, wenn man mit so einem kleinen Paddelboot bzw. Packraft hier unterwegs ist. Und immer schön an die Schifffahrtsregeln halten, dann sollte da auch nichts passieren. Der erste Teil hier ist alles Naturschutz. Das heißt, dementsprechend sollte man auch nicht zu nah am Ufer fahren. Aber hier ist so viel Platz auf dem Rhein. Okay, was ist hier los? Hier ist ordentlich wellig. Keine Ahnung wieso. Jetzt ordentlich Wellen. Es geht hoch und runter. Muss man richtig aufpassen, dass man die Welle richtig anfährt und nicht, dass sie einem umkippt. Ich denke, ihr seht jetzt am Kamerabild, dass hoch und runter geht. Das wird sich jetzt hoffentlich gleich ein bisschen beruhigen. Und da vorne sieht es wieder etwas angenehmer aus. Aber ich muss sagen, das Packraft schlägt sich ganz gut. Es gleitet natürlich nicht so elegant wie jetzt ein richtiges Kanu oder etwas hier durchs Wasser. Aber man kann trotzdem ganz gut fahren. Und meine Fresse, das wird nicht weniger mit den Wellen. Aber hallo. Alter. Boah, richtiger Kampf hier jetzt mit den Wellen. Wichtig, immer schön 90 Grad anfahren, dass man nicht mit der Querseite irgendwie auf die Welle trifft. Denn so ist die Gefahr des Kenterns doch deutlich größer. Sag einmal, es geht hier ab. Es windet fast kaum und trotzdem solche Wellen. Ich hoffe mal, dass man die Bilder noch angucken kann, nicht, dass alles zu sehr verwackelt ist. Es wird nicht weniger mit den Wellen. Ich bin jetzt schon eine ganze Weile unterwegs. Wow, wow, wow. Gefährlich. Also ich dachte, das wird jetzt hier eine ganz entspannte Paddeltour, aber ich muss hier jetzt richtig konzentriert fahren. Also damit hätte ich echt nicht gerechnet.
bin jetzt schon ein ganzes Stück weiter gepaddelt, habe mir auch mal meinen Käppi angezogen, denn die Sonne brennt abartig heute. Und ja, ich paddel ganz gemütlich den Rhein entlang. Es sind auch richtig viele Leute hier unterwegs. Viele Motorboote. Auch richtig viele Motorboote unterwegs. Ganz viele Schwimmer. Leute in irgendwelchen kleinen Schlauchbooten. Also gut was los heute hier auf dem Rhein. Hier sieht man noch die Burg Hohenklingen. Da wollte ich ja schon mal im Winter hin. Da hatten die Besitzer allerdings Ferien, sodass ich nicht hinein konnte. Naja, werde ich irgendwann mal nachholen.